Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich hoffe, es ist laut genug. Ja, die letzte Reihe nickt. Gut. Ja, zum Thema ist Achtsamkeit für jeden gut? Neue Forschungsergebnisse werde ich jetzt etwa 60 Minuten sprechen, sodass wir dann noch Zeit haben für den Erfahrungsaustausch, für eine Diskussion der Befunde, die ich da vorgestellt habe. Und da können sicherlich auch einige von Ihnen etwas zu beitragen, die selbst praktizieren, ob das, was wir hier untersuchen, tatsächlich in der Praxis Ihnen auch schon begegnet ist. Ich habe es in drei Teile gegliedert. Zunächst nochmal etwas zur positiven Wirkung von Meditation, wie es auch im Abstract angekündigt ist. Da gibt es überwältigende Evidenz inzwischen, dass Meditation positive gesundheitliche Wirkungen hervorbringt. Da werde ich so ein paar wenige Befunde aus Meta-Analysen Ihnen vorstellen. Der Hauptteil geht dann im zweiten Teil um die Forschungsergebnisse eines Forschungsprojekts, wo es explizit um auch Risiken und unerwünschte Nebenwirkungen von Meditation geht. Das werde ich im ersten Teil kurz vorstellen, wie sich dieses Forschungsprojekt entwickelt hat, was offiziell jetzt seit 1. April des Jahres läuft. In diesem zweiten Teil wird es um eine Bestandsaufnahme gehen. Welche Fallstudien liegen uns vor? Was sind die Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die Praxis von Achtsamkeitstechniken nicht nur positiv wirkt, sondern manchmal auch bis hin zu einer Psychose sich entwickeln kann? Was sind die Fragestellungen unseres Forschungsprojekts und was sind so einzelne Beispiele, wo ich Ihnen dann auch erzählen kann von Probanden, die uns kontaktiert haben, die auch schon interviewt haben, was dort auftreten kann? Ganz am Ende noch ein Ausblick mit der Aufforderung zur Mitarbeit an Meditationslehrer und erfahrene Meditierende. Ja, aber fangen wir zunächst mit den positiven Wirkungen von Meditation an. Und dazu hier zunächst nochmal etwas zum Umfang der Forschung. Ja, und da sehen Sie schon, das geht richtig in die Höhe. 2010 ein Buch zu schreiben im Meditationsbereich ist hoffnungslos, weil das ist jetzt schon 6 Jahre alt und völlig überholt. Wir sind inzwischen so weit, dass zum Thema Meditation jeden Tag mehr als eine Publikation durchschnittlich erscheint. Ja, also ziemlich beeindruckend. Natürlich nimmt die Forschung insgesamt zu und man muss das relativieren zur Gesamtentwicklung der Forschung. Deswegen habe ich hier unten drunter nochmal für den Bereich Gesundheit, das ist ein Dauerthema, geschaut, wie hat sich da die Forschung entwickelt. Da ist der Faktor in den letzten 20 Jahren 7,5 und wir haben hier 16,4, also das Doppelte. Also Meditation ist schon ein Trendthema. Jetzt geht es heute speziell um Achtsamkeit. Und ich habe jetzt nochmal geschaut, wie sieht es denn im Bereich Achtsamkeit mit der Forschungsentwicklung aus? Und das ist eine Grafik, die ich tatsächlich erst gestern Abend erstellt habe, die Sie jetzt gleich sehen werden. Und die hat mich selbst überrascht. Derselbe Zeitraum und hier die Entwicklung in den letzten 20 Jahren, Faktor 116 ungefähr. Sie sehen, ab 2010 überflügelt Achtsamkeit Meditation und inzwischen sind wir bei über 900 Publikationen in jedem Jahr zum Thema Achtsamkeit. Und da wundern sich jetzt vielleicht einige von Ihnen, wie das sein kann, die Achtsamkeit und Meditation irgendwie so eng miteinander verknüpft haben. Es ist inzwischen tatsächlich so, dass es viele Studien gibt zur Achtsamkeit als eine Haltung, wo überhaupt nicht meditiert wird. Das sind auch keine Meditierenden, die untersucht werden. Man nimmt einen Fragebogen, misst die Achtsamkeit der Person und schaut, wie sie mit anderen Dingen zusammenhängt. Ja, also es hat inzwischen die Meditationsforschung schon überflügelt. Nochmal ein deutlicher Hinweis darauf, dass es hier ein wirklicher Trend ist, in der Forschung das zu untersuchen. Aber zunächst jetzt mal eine Definition. Was ist denn Achtsamkeit? Das hier ist die meist zitierte Definition nach meiner Einschätzung. Sie stammt von Jon Kabat-Zinn, oben die englische Originalversion, darunter meine Übersetzung. Die Bewusstheit, die dadurch entsteht, dass die Aufmerksamkeit absichtsvoll im gegenwärtigen Moment nicht wertend auf die sich von Moment zu Moment entfaltende Erfahrung gerichtet wird. Eine sehr einfache, eingängige Definition. Es geht darin, dass man das absichtsvoll macht, dass man auf die Gegenwart fokussiert und dass man nicht wertet.
Das sind die drei wesentlichen Bestimmungsstücke. Wenn man sich das anschaut, hört sich das relativ unspektakulär an, hat aber ganz erstaunliche positive Wirkungen, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Als Psychologen sind wir mit solchen Definitionen nicht so richtig glücklich. Wir möchten nämlich gerne ja sowas wie Achtsamkeit messen. Und dafür entwickelt man typischerweise Fragebögen. Davon gibt es inzwischen mehr als ein Dutzend. Und ich zeige Ihnen jetzt auf der nächsten Folie einen der aktuellen, besten Fragebögen, die dazu verwendet werden, heute Achtsamkeit operational zu definieren, so sagen wir das über einen Fragebogen wert. Und das Schöne ist, dann kann man auch die einzelnen Facetten von Achtsamkeit genauer analysieren und differenzieren. Und das ist jetzt hier der Comprehensive Inventory of Mindfulness Experiences von Frau Bergomi. Und er hat diese folgenden Faktoren: Gewahrsein gegenüber inneren Erfahrungen, Gewahrsein gegenüber äußeren Erfahrungen, bewusstes Handeln, Gegenwärtigkeit. Also es sind dieselben Bestimmungsstücke drin, aber es gibt jeweils Skalen, mit denen man die quantifizieren kann. Man kann die vor einem Kurs ausfüllen lassen, die Skala, und nach einem Kurs, und kann schauen, wo das Training in diesen einzelnen Bereichen Effekte hervorgebracht hat. Und da sehen Sie schon, wenn Sie das so durchlesen, dezentrierte Orientierung annehmen, nicht urteilend, einsichtsvolles Verstehen. Wenn man sich das so anschaut, denkt man eigentlich, das ist alles positiv. Ja, das ist eigentlich für jeden gut, jetzt um auf die Frage des Vortrags zurückzukommen, diese achtsame Haltung im Alltag mehr zu praktizieren, ist für jeden gut. Dazu kann man uneingeschränkt, glaube ich, ja sagen. Worum es mir aber in dem Vortrag geht, ist, wenn man die Techniken, um diese Haltung zu kultivieren, praktiziert, die Meditationstechnik, ist das auch für jeden gut. Und da werden wir gleich drauf kommen. Im Mittel für die große Menge der Praktizierenden ist ein positiver Effekt feststellbar. Und das zeige ich Ihnen hier anhand einer etwas komplizierteren Folie. Das ist die umfangreichste Meta-Analyse von Studien, die die Wirkung von Meditation auf die Psyche untersucht hat. Bei Gesunden wohlgemerkt. Die klinischen Studien kommen anschließend. Und hier sind jetzt alle Bereiche versammelt, wo mindestens 10 Studien vorliegen. Die Fallzahlen der Studien, die eingegangen sind, stehen hier. Und da ist ein Effekt angegeben, also immer ein positiver Effekt, entweder dass Angst gesenkt worden ist oder dass Stress gesenkt worden ist, Achtsamkeit zugenommen hat. Und selbst hier im Bereich Intelligenz und Gedächtnis haben wir kleine bis mittelgroße Effekte positiver Art. Ja, also Gesunde profitieren ganz erheblich von der Praxis von Meditation. Das ist ein klarer Befund von dem Herrn Peter Sedlmayr, in einem sehr renommierten Journal erschienen. Wie sieht es bei Patienten aus? Jetzt hier speziell bezogen auf Achtsamkeitspraxis. Da sehen wir auch wieder Effekte, die verglichen worden sind. Meditation gegenüber Kontrollbedingungen, und zwar wichtig, unspezifischen Kontrollbedingungen. Das heißt sowas wie Lesen oder Sport, also etwas, was nicht speziell auf die Störung, die die Patienten hatten, zugeschnitten war. Und da sieht man deutlich, Meditation ist überlegen in diesen Bereichen. Und auch hier bei Stress und bei Lebensqualität gibt es deutliche Zuwächse. Wenn Sie eine spezifische Therapie als Gegenüberbedingung haben, kriegen Sie keinen Unterschied. Mit anderen Worten, da ist das Meditationstraining genauso effektiv wie die spezifische Kontrollbedingung, wie zum Beispiel eine Gruppentherapie für das jeweilige Störungsbild. Ja, also es ist wirksam so gut wie die Standardtherapie. Und schließlich zu guter Letzt in diesem Bereich nochmal, weil es inzwischen so viele Meta-Analysen gibt, noch eine Meta-Meta-Analyse. Das heißt eine Analyse, die nur die Meta-Analysen wieder herausgreift und schaut, wie sieht es da aus mit der Wirksamkeit? Und da kommt als Schlussfolgerung am Ende der entscheidende Satz: Die Evidenz, also die vorliegenden Befunde, unterstützen den Gebrauch von MBSR, das ist diese achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung, und Mindfulness-Based Cognitive Therapy, also ein spezielles Behandlungsprogramm Achtsamkeit mit kognitiver Verhaltenstherapie für die Behandlung von Depressiven.
bei denen man die Rückfallrate, vor allem wenn sie schon mehrere schwere Episoden hatten, auf 50% reduzieren kann, also ganz erheblich. Ja. Da zeigt man, dass man die Symptome verbessern kann, sowohl im psychischen als auch im physischen Bereich, als zusätzliches Behandlungsmittel bei Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen, chronischem Schmerz, Depression, Angststörung und auch in der Prävention. Ja, also hier ist die Befundlage eindeutig. Für das Beispiel Depression, Sie können es wahrscheinlich gar nicht lesen im hinteren Bereich, aber da sieht man hier verschiedene Meta-Analysen aufgelistet und deren Effekt. Und der Summeneffekt all dieser Meta-Analysen von kardiovaskulären Erkrankungen, Krebserkrankungen, psychischen Störungen, nochmal Krebs, chronischen Schmerzpatienten, der Gesamteffekt ist positiv. So, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen. Wenn man das mit etwas weniger wissenschaftlichen, statistischen Kennwerten sich anschauen will, dann kann ich inzwischen glücklicherweise Mindfulness-Based Cognitive Therapy, kann ich Ihnen glücklicherweise dieses Buch empfehlen. Peter Sedlmayr hat nämlich seine Forschungsergebnisse, die er in den wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert hat, inzwischen, das ist vor 3 Wochen erschienen, bei Rowohlt in einem Buch niedergelegt, allgemeinverständlich. Und da finden Sie das alles zusammengefasst für die einzelnen Bereiche, sehr schön wissenschaftlich fundiert zusammengefasst. Was auch interessant ist, dass es in diesem Buch ein eigenes Kapitel gibt, das kenne ich nicht von anderen Meditationsbüchern, zu Nebenwirkungen und Risiken des Meditierens. Immerhin 20 Seiten, also bei 200 Seiten Text, 10% des Buches beschäftigen sich genau mit dem Thema, was heute Abend auch hier im Mittelpunkt steht. Normale Probleme bei Meditationsanfängern. Zum Beispiel so etwas Triviales wie, ich habe die Idee, ich muss im Lotussitz sitzen, und dann probiere ich das und stelle fest, meine Knie tun höllisch weh. Das haben bestimmt viele Meditationsanfänger auch schon mal erlebt. Ja? Oder überhaupt Meditation in den Zeitplan einzubringen, den wir alle haben, der ziemlich voll ist. Normale Probleme bei fortgeschrittenen Meditierenden. Da werde ich noch im Folgenden sehr genau darauf eingehen, was ist das denn, wenn man sich intensiver auf Meditation einlässt, was einem da alles begegnet an Phänomenen, die nicht immer nur angenehm, entspannend und erfreulich sind. Er geht ein auf besondere Vorsicht gebietende Situationen, extreme Praktiken oder wenn Personen mit Vorerkrankungen praktizieren. Und Sie können sich vorstellen, wenn man so von diesen Befunden, positiven Befunden liest und man hat selbst eine psychische Störung, denkt man ja super, da sollte ich doch mal das auch mit Meditation zu probieren. Das ist kein falscher Gedanke. Aber wenn Sie dann die Idee haben, naja, ich habe eine ziemlich schwere Störung, also brauche ich auch viel Meditation, dann mache ich doch gleich meinen 10-Tages-Kurs. Das ist keine gute Idee, ne, weil die Dosis macht in dem Fall auch das Gift. Und die Zen-Lehrer und die Vipassana-Lehrer, die haben uns das bestätigt, sie sind nicht glücklich, wenn Leute in ihre Kurse kommen mit der Idee, dass sie jetzt ihre psychischen Probleme damit loswerden können, weil das Gegenteil passiert oft und das Setting in so einem Retreat ist einfach nicht dazu gedacht, psychische Probleme aufzuarbeiten, in dem Umfang, wie die dann auftreten können. Er geht ein auf Meditation, Einsatz in Therapie und auch auf problematische Aspekte der Lehrer-Schüler-Beziehung, das werde ich heute nicht so stark thematisieren, mir geht es eher um die innerpsychischen Probleme, die da auftauchen können. Ja, das ist eine sehr ausgewogene, wissenschaftliche, nüchterne Darstellung und als Gegenstück hierzu habe ich Ihnen mal 2 Titelseiten aus bekannten Zeitschriften präsentiert, die so das Bild von Meditation in der Öffentlichkeit prägen. Was in den Artikeln drinsteht, ist durchaus gut recherchiert und zutreffend, aber wenn Sie sowas sehen, ich habe das noch nie gesehen in meiner ganzen Forschung, dass jemand im Anzug über den Tisch schwebt und nebenbei noch ein paar andere Sachen. Der Heilende Geist natürlich zu Pfingsten erschienen 2013 mit der Assoziation. Das weckt doch ein bisschen merkwürdige Ideen, was Meditation bewirken kann. Und hier, das ist besonders krass, also hier hat man sich von der klassischen Haltung verabschiedet, sondern hat mehr so eine Art Pool-Position, ja, also wie man am Strand liegt. Und endlich abschalten, die Kraft der Meditation, wie sie Körper und Seele vor Stress und Ängsten schützen. Also wenn das so schön ist, hier in der Wolke im Himmel zu schweben, ja, Sie sehen, das ist eine Darstellung, die bestimmte Erwartungen weckt. Und wenn dann die Leute in den Meditationsretreat kommen und da sind keine Wolken, sondern harte Bänkchen,
und Kissen und man steht morgens um 5 auf, was die meisten auch nicht so gewohnt sind, dann ist es doch deutlich anders. Ja, also die Erwartungshaltung, mit denen viele Leute Meditation beginnen, ist, dass sie denken, das ist für jeden gut, es hilft bei allen Arten von Krankheiten, es ist leicht zu erlernen und zu praktizieren. Ja, und die von Ihnen im Publikum, die das selbst auch sich auf diesem Weg begeben haben, die wissen, dass das nicht stimmt. Ja, es gibt natürlich viele glückliche Momente, aber bei Menschen mit Erkrankungen kann das ein Risiko darstellen und die Erkrankung zum Ausbruch bringen oder verschlimmern. Es ist Arbeit, es braucht etwas Geduld, bis diese positiven Wirkungen eintreten. Und auch völlig gesunde Personen können im Lauf der Praxis schwierige Phasen durchmachen. Und das ist auch alles längst in den traditionellen Schriften bekannt. Da steht das drin. Ja, also wenn man auch in die Bibel schaut zum Beispiel, Jesus hatte in seinen 40 Tagen in der Wüste nicht nur eine schöne Zeit. Oder Buddha hat auch etliche Dämonen gehabt, die ihn da in Versuchung geführt haben, laut der klassischen Schriften. Also es gibt da schwierige Phasen. Und genau um die geht es uns hier in dem heutigen Vortrag. Ich selbst bin da drauf gekommen auf dieses Thema bei meinem Besuch 2011 vom Summer Research Institute, das Mind & Life Institute, Summer Research Institute in Garrison, USA, in so einem ehemaligen Kapuzinerkloster, sehr schön gelegen am Hudson River, inzwischen ein buddhistisches Zentrum. Und dort hat Willoughby Britton damals einen Vortrag gehalten über Adverse Effects, also Nebenwirkungen und schwierige Stadien auf dem kontemplativen Pfad. Das hat mich ziemlich elektrisiert. Ich war dann auch nach dem Vortrag noch in ihrer kleinen Breakout-Session und wir haben darüber diskutiert. Und ich habe gesagt, das ist so wichtig. Das ist ein blinder Fleck der Forschung. Das wollen wir auch machen. Das sollten wir auch machen, in Deutschland zu untersuchen. Sie hat da in Amerika schon angefangen mit Interviews, mit Lehrern und mit vielen Praktizierenden. Und wir haben von der Methode einiges übernommen. So langsam ist die Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema beschäftigt, gewachsen über die Jahre. Von 2011 erstmal kam ein Diplomant dazu, ehemaliger, der dann als Doktorand eingestiegen ist, ein Psychologe, der gleichzeitig noch Indologie studiert in Marburg, also auch einen Zugang zu den alten Texten hat. Dann haben wir dazu gewinnen können eine Psychiaterin, die als Psychotherapeutin niedergelassen ist, arbeitet und sich speziell mit der Frage beschäftigt, was sind denn die medizinischen Diagnosen, die die Leute bekommen, wenn sie dann zu ihrem Hausarzt gehen nach einem Retreat und erzählen Phänomene, von denen der wahrscheinlich noch nie gehört hat? Wie ist deren Patientenkarriere? Und dann kam noch ein Philosoph dazu, nach Psychologe, Mediziner und Philosoph, der Terje Sparby, ein Norweger, der speziell sich für anthroposophische Meditation interessiert und dort ebenso mit derselben Methode Befragungen durchführt und wieder ganz andere Phänomene auch dort findet. Also ein interdisziplinäres Team. Hier sehen Sie mal die ganzen Leute. Forschung wird durch Menschen gemacht und hier sehen Sie, wie die aussehen. Das ist der Terje Sparby, das ist der Michael Tremmel, die Freier von Hohenhorst und die Willoughby Britton mit ihrem Kooperationspartner aus USA, Jared Lindahl, die uns besucht haben im Sommer 2014, um diese Kooperation festzuzurren. Und um so etwas durchführen zu können, braucht man natürlich einmal öffentliche Resonanz und zum anderen Geld. Das heißt, hier auf den zwei nächsten Folien habe ich dann nochmal die einzelnen Tagungen aufgelistet, wo wir das Projekt vorgestellt haben. Und auch dort sind viele Leute auf uns zugekommen, haben gesagt, genau, das ist ein sehr wichtiges Thema. Ja, das waren zum Beispiel in Meditation und Wissenschaft der Fred von Almen, den vielleicht einige von Ihnen kennen, vom Beatenberg-Zentrum, der gesagt hat, das ist ein sehr wichtiges Thema. Er beobachtet das auch. In seine Kurse kommen Leute mit Traumatisierungen, mit Missbrauchserfahrungen und die brechen dann in so einem Retreat-Setting auf. Und es ist nicht der Rahmen, dort dann therapeutischen Beistand zu leisten. Und das irritiert natürlich auch die anderen Teilnehmer, wenn Leute anfangen zu weinen, zu schluchzen und zum Teil auch in dissoziative Zustände geraten. Oder im Benediktushof bei der Society for Meditation Research, der Alexander Poray, ein Zen-Lehrer, der hat das auch bestätigt. Die Zusammensetzung der Leute, die in die Kurse kommen, früher war das ein eingeschworenes Team von Zen-Leuten, die auch einen gewissen Anspruch hatten, so nach dem Motto, Zen is for the strong. Ja, man hat genau festgelegtes Programm und da hält man sich auf die Minute dran, man weiß, ob der rechte oder linke Daumen oben liegt, ja, so ungefähr. Und auf einmal kommen Leute, die haben in Zeitschriften gelesen, dass Meditation gut ist und dann wollen sie es mal ausprobieren, so eine Woche lang, so ein Zechen sitzen,
ohne vorher auf dem Kissen gesessen zu haben jemals. Wir haben auch ein eigenes Treffen gehabt von einer Gruppe von Leuten, wo es um spirituelle Krisen ging, also ein bisschen weiteres Thema in Freiburg. Daraus ist auch inzwischen ein Buch entstanden, das werde ich Ihnen auch noch vorstellen kurz. Ja, und auch inzwischen ist Mind and Life Summer Research Institute mit der Schirmherrschaft des Dalai Lama nicht nur in USA sehr aktiv, sondern auch in Europa. Und da gibt es auf dem Benediktinerkloster, auf der Fraueninsel im Chiemsee jährliche Tagungen, wo ich jeden nur sehr empfehlen kann, der im Forschungsbereich tätig ist, dorthin zu kommen, weil da viele Forschungsgruppen sich treffen, die in dem Bereich forschend aktiv sind. Ja, und dann haben wir es tatsächlich auch geschafft, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Projekt durchzubekommen. Und seit 1. April läuft es offiziell, das heißt, der Michael Tremmel hat eine Stelle. Wir haben Gelder für Hilfskräfte, für Reisekosten, Publikationskosten und können jetzt offiziell das ganze Projekt durchführen mit Interviews. Interviews ist die erste Stufe, weil wir das Phänomen noch nicht genau kennen, müssen wir sehr offen fragen, was die Leute erleben. In der zweiten Stufe wollen wir auch hier wieder einen Fragebogen machen, der das erlaubt zu quantifizieren, verschiedene Phänomenbereiche. Und schließlich wollen wir dann auch eine prospektive Studie machen, wo wir gucken vorher, welche Leute gehen in den Kurs rein und können wir vorhersagen, welche davon eventuell welche Arten von Schwierigkeiten bekommen könnten. Ja, so viel zum Hintergrund und jetzt zu dem, worum es uns geht. Die Bestandsaufnahme. Wir waren natürlich nicht untätig bis zum 1. April 2016, haben Däumchen gedreht, sondern wir haben schon mal die ganze Literatur gesichtet. Und das gesammelte Wissen, die Evidenz, die es gibt, ich habe hier auch einen Flyer dabei, können sich, wenn Sie es interessiert, nachher holen, ist in diesem Buch versammelt. Natürlich nicht nur von uns ein Kapitel zur negativen Wirkung von Meditation da drin, von Michael Tremmel und mir. Da gibt es auch viele andere Phänomene, wie zum Beispiel Kundalini-Erfahrungen, auf die ich noch eingehen werde, die dort beschrieben sind, die vor allem aus dem Yoga-Kontext bekannt sind. Die ganzen Möglichkeiten in Deutschland, therapeutische Unterstützung zu bekommen. Spiritual Emergency Network haben Sie vielleicht schon mal gehört, also ein Netzwerk für spirituelle Krisenbegleitung oder eine Klinik, die Heiligenfeldklinik, stellt dort auch ihr Konzept vor, um solche spirituelle Krisen zu behandeln. Wir haben dort ausgewertet, was liegt an Fallstudien vor. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge, etwa 31 Fälle beschrieben, von Angstzuständen, Dissoziationszuständen, psychotischen Episoden, die aufgetreten sind im Kontext von Meditationsretreats-Teilnahmen. Auch ein Fall mit einem depressiven Stupor, der sehr eindrücklich ist, der ist übrigens auch hier in dem Buch von Peter Siedlmeier drin beschrieben. Was sind die Risikofaktoren? Oft besteht eine Vorbelastung, die Leute haben schon in der Familiengeschichte oder auch in ihrer eigenen Lebensgeschichte Psychotherapie in Anspruch genommen, waren vielleicht auch schon mal in der Klinik, gehen dann in eine Meditation und es brechen diese alten Dinge wieder auf. Manchmal liegt es auch daran, dass es nicht die Person ist, sondern eher die Art der Praxis. Auch da habe ich schon einige Fälle kennengelernt, wo die Leute gesagt haben, ich habe eine halbe Stunde am Tag meditiert und das war so gut, dass ich mir gedacht habe, ich kann das eigentlich noch ein bisschen steigern. Und dann sind sie auf 2, 3, 4, 5 Stunden hochgegangen. Und wenn man dann alleine ist und hat kein soziales Umfeld, ja, im Buddhismus wird man vom Sangha sprechen, von der Gemeinschaft der Übenden, hat keinen direkten Lehrer, an den man sich wenden kann, Problem, der den ganzen Prozess moderiert, dann kann man in große Schwierigkeiten geraten und auch am Ende wieder in der Klinik landen, wo die behandelnden Ärzte eventuell gar keine Ahnung haben, wie sie damit umgehen sollen. In manchen Retreat-Settings wird zusätzlich noch gefastet oder sehr früh aufgestanden. Es ist in der Regel auch eine Form von sensorischer Deprivation. Man gibt sein Handy ab, ja, der ständige Begleiter heutzutage für viele Menschen. Die ganzen Ablenkungen fallen weg. Und das kann dazu führen, dass Schwierigkeiten auftreten. Aber dazu kommen wir gleich. Bei den Behandlungsmaßnahmen gehen die Empfehlungen in alle Richtungen. Die einen sagen, weitermachen, ignorieren, wenn diese Symptome auftreten, durchmeditieren. Die anderen sagen, mach erstmal eine Pause, hör mal auf zu meditieren. Geh lieber in den Garten, beschäftige dich mit der Natur. Es gibt manchmal auch so Ratschläge wie schweres Essen, Schweinebraten, Hamburger. Das bringt das Energielevel wieder runter. Oder Yoga-Übungen, Sport, körperliche Betätigung. Ja, all das findet man
aber verstreut in einzelnen Artikeln als Empfehlungen, nicht wissenschaftlich evaluiert. Und da wollen wir wirklich Fakten, Daten sammeln, um da eine empirische Basis für zu schaffen, was an Empfehlungen zu rechtfertigen ist. Für die meisten ist es schon der erste Schritt sehr heilsam, wenn sie sich bei uns melden und hören, sie sind gar nicht alleine, sondern wir haben das schon oft gehört. Und dann im Interview kriegen wir gesagt, wissen Sie, das ist das erste Mal, dass ich das jemand erzähle. Weil wenn ich das meinen Freunden erzähle, halten die mich für verrückt. Und ich denke auch selbst, eigentlich bin ich gerade am verrückt werden. Ja? Wenn wir dann sagen, ja, das ist aber ganz normal, das haben wir schon ein paar Mal gehört und die Leute sind nicht verrückt geworden, ist das so eine große Erleichterung, dass der ganze Leidensdruck, also ein Teil des Leidensdrucks zumindest schon mal weggenommen wird. Soziale Unterstützung ist sehr wichtig. Wenn Leute wissen, sie sind in einem Kreis aufgehoben, hatte ich schon genannt. Gartenarbeit, Medikamente, da muss man noch sehr vorsichtig sein, weil wir es oft nicht wissen. Aber da haben wir auch mit einem Lehrer gesprochen in dieser Tagung in Freiburg. Tilman Borkhardt, vielleicht kennen auch einige von Ihnen den. Lama Lyntrup, auch einer, der viele Retreats in Frankreich geleitet hat, 3-Jahres-Retreats, 6-Jahres-Retreats. Und er hat auch ein bisschen erzählt, dass dort am Anfang massiv Medikamente eingesetzt werden mussten, er ist auch Mediziner, weil einfach dieses Aufeinandertreffen von westlichen Schülern und hochentwickelten Meistern, die dort aufeinander getroffen sind, das hat starke Wirkungen erzeugt. Nachdem dann später die Assistenzlehrer sozusagen als Übersetzer dazwischen geschaltet worden ist, hat er gesagt, sind die Medikamente in unserem Schrank quasi vergammelt, die haben wir nicht mehr gebraucht. Ja, aber da gibt es ein gewisses Gefälle, wo manche Leute mit nicht klarkommen. Ja, was sind die Fragen, die wir beantworten wollen? Und das sind jetzt wörtliche Zitate aus der Zusammenfassung des DFG-Antrags. Und am Ende, nach den 2 Jahren oder 3 Jahren mit plus einem Jahr Verlängerung, müssen wir die Antworten darauf liefern. Das haben wir versprochen. Ja? Und das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber ich werde teilweise schon mal versuchen, Ihnen ein paar Antworten zu geben. Welche schwierigen, fordernden, unangenehmen Erfahrungen scheinen durch regelmäßige Praxis ausgelöst zu werden? Ja, wir formulieren natürlich vorsichtig, wir sagen nicht, das wird ausgelöst, es scheint so. Um den Zusammenhang zu klären, muss man das natürlich relativieren. Wenn sehr viele hunderte, tausende Leute Meditation praktizieren und einige davon kriegen Psychosen, muss man natürlich wissen, dass auch in der Normalbevölkerung in demselben Zeitraum Psychosen auftreten können. Ist das wirklich eine Steigerung? Dazu braucht man Daten. Wie werden diese Erfahrungen von den Betroffenen interpretiert und welche Maßnahmen sind hilfreich im Umgang mit solchen Erfahrungen? Ja, kann man dieses Wissen sammeln und zur Verfügung stellen, validieren? Und da sind natürlich auch erfahrene Mediationslehrer für uns eine ganz große, wichtige Quelle von Erkenntnissen. Schließlich wollen wir herausfinden, was sind die Risikofaktoren? Gibt es bestimmte Persönlichkeitskonstellationen oder auch vielleicht bestimmte Techniken, die eher sicher sind für Einsteiger und welche, die riskant sind. Ja, und da hat uns auch schon ein Meditationslehrer gesagt, ja, wenn du willst, dass die Leute besondere Erfahrungen machen, musst du einseitig machen, nur fokussieren, den ganzen Tag, tagelang, stundenlang. Dann machen die Leute ganz tolle Erfahrungen und drehen durch. Ja, wenn du die langsam auf so einem Entwicklungsweg begleiten willst, dann musst du kombinieren. Da muss so die Aufmerksamkeit, aber auch die Emotion, das muss mitreifen. Dann muss auch mal eine Gehmeditation dazwischen oder ein bisschen soziales Engagement oder so. Ja? Also da gibt es viele Erfahrungen, die wollen wir sammeln und systematisieren. Und schließlich möglichst auch eine Theorie entwickeln. Und da spielt auch unser Hirn eine große Rolle. Ja? Hirnforschung weiß inzwischen sehr vieles über die positiven Wirkungen von Meditation. Und wir können auch einige Phänomene inzwischen, die wie sie in den traditionellen buddhistischen Schriften stehen, ganz rational, nüchtern, wissenschaftlich auf die Hirndynamik zurückführen. Der zweite Teil, da geht es um diese klinische Schiene. Einmal auf der Seite der Meditationszentren, die wissen das zum Teil schon und haben sogar Notfallpläne in der Schublade. Die haben schon Kontaktnummern zum Psychiater oder zu anderen Ärzten in der Umgebung, wo sie wissen, da kann ich mich an die Leute kann ich mich wenden. Und es gibt auch oft, wenn Sie selbst schon mal teilgenommen haben, so einen Eingangsfragebogen. Sind Sie psychisch gesund? Ja, dann machen Sie ja und dann dürfen Sie teilnehmen. Nicht so richtig differenziert als Screeningverfahren, so eine Selbstauskunft. Auch da ist Forschungsbedarf, das solide zu machen
um dann Leute auszuschließen, wo man sagen muss, hier ist es riskant, macht es lieber in einem anderen Rahmen, wo die Betreuung gewährleistet ist. Dann die Behandlung, wenn Leute ins Gesundheitssystem kommen, was machen die Ärzte? Wir hatten da schon einige Fälle, wo Medikamente überhaupt nicht geholfen hatten. Es wurde dann Elektrokrampftherapie zum Beispiel empfohlen, um das Gehirn quasi zurückzusetzen. Wir hätten in diesem einen Fall, der hier auch als Fallstudie in diesem Buch beschrieben ist und auch in unserem Buchkapitel, das Glück, dass ein Lehrer dieser Tradition gerade auf dem Flug zurück hier in Deutschland Rast machen konnte und die Frau besucht hat, die seit Wochen hospitalisiert war, nicht geredet hat, im Stupor, also völlig unreaktiv verharrt hat, keine Medikamente haben geholfen. Er hat mit ihr einige Stunden gesprochen und auf einmal lächelte sie wieder und sagte, schön euch zu sehen, zu ihrer Familie. Und hat vorher wochenlang keinen Kontakt aufgenommen. Also da braucht es eine Expertise, ein Verständnis von der Situation, wo man auf dem Meditationsweg stecken bleiben kann, Leute dort abholt und wieder in das normale Alltagsbewusstsein auch zurückführen kann. Da ist also noch ein großes Defizit an Aufklärung auch für Mediziner, wobei inzwischen sogar schon in den Büchern für die Diagnose psychischer Störungen mit aufgenommen worden ist, dass bestimmte Störungen durch Meditation ausgelöst werden können. Da komme ich gleich dazu. Und auch nicht unbedingt schlimm sein müssen, gar keine Störung sind, sondern das explizite Ziel dieser Meditationstechnik. Traumata. Da ist die erste große Publikation, die ganzen einzelverstreuten Fallstudien gesammelt hat, 2009 erschienen, von Lustig et al. Und sie sagen, Leute mit posttraumatischen Belastungsstörungen, die sollten nicht in so einen normalen Kurs gehen. Man muss die vorher identifizieren und man muss von Seiten der Mediationslehrer therapeutische Kompetenz bereithalten, weil man mit großer Sicherheit davon ausgehen kann, dass die Traumata wieder auftauchen. Sie haben die ganzen negativen Effekte, die dort geschildert sind, gesammelt. Das waren somatische Dinge, Schmerzen, epileptische Anfälle, Depression, Manie, Angst, Dissoziation, Depersonalisation bis hin zur Psychose oder religiösen Wahnvorstellungen. Also da sind Risiken vorhanden. Und sie sagen auch, es gibt relative Kontraindikationen für bestimmte Kurssettings, vor allem diese erwähnte posttraumatische Belastungsstörung, aber auch epileptische Anfälle. Das ist sehr ambivalent. Es gibt auch Fälle, wo Epilepsie reduziert wurde, also die Anfälle und die Häufigkeit von Anfällen. Die Schwere und Häufigkeit wurde da reduziert. Und wenn jemand schon zu Depersonalisation neigt, also schon im Alltag so 2 Zentimeter über dem Boden schwebt und nicht so richtig mit beiden Füßen im Leben, und er geht dann in so ein Retreat, dann kann sein, dass dieser Effekt sich dort noch ganz erheblich verstärkt. Und er dann, wenn er zurückkommt, vielleicht den Anschluss verliert an seine Alltagsrealität. Also sie sagen, man muss ein Screening machen, man braucht therapeutische Qualifikationen. Und sie sagen auch wieder, es gibt 2 Möglichkeiten, hauptsächlich intensive Praxis, zu intensive Praxis, mehrtägige Retreats ist oft ein Auslöser. Und es gibt unspezifische Faktoren, die dazugehören. Das würde auch ganz normalen Leuten so gehen, die gar nicht meditieren, wenn sie fasten, wenn sie Schlafentzug haben und vor allem völlig abgeschlossen sind, abgeschieden sind von ihrem normalen, sehr intensiven Austausch mit der Welt. Ja, keine sozialen Kontakte, dann fangen sie auch an in Isolation. Ja, das weiß man von Leuten, die im Raumschiff sind oder in irgendwelchen Antarktisstationen. Nach einiger Zeit tauchen da erhebliche Probleme auf in Isolation. Jetzt wäre die Frage, ist das also bei so einem kleinen Kurs 8 Wochen harmlos? Da gibt es schon erste Hinweise, dass das nicht so ist. Auch Leute, die bei so einem einfachen Kurs teilnehmen, einmal die Woche 2,5 Stunden sich treffen und zu Hause meditieren, können diese Effekte schon auftreten, aber natürlich nicht in diesem extremen Ausmaß. Aber leichte Ausprägungen schon. Diejenigen von Ihnen, die Meditationserfahrung haben, können jetzt mal innerlich so überprüfen, ist das nicht etwas, was Sie so genau erlebt haben? Längst vergessene, in Klammern erfolgreich verdrängte, alte Wunden und Verletzungen tauchen wieder auf. Ja, man spricht auch von Derepression. Ja, es wurde vorher unterdrückt, jetzt habe ich Zeit, schau nach innen und das taucht auf. Das kann auch was sein wie eine Operation, die Sie vor 10, 15 Jahren hatten.
Die haben sich völlig vergessen und auf einmal merken sie wieder, wo die Narbe ist, erinnern sich vielleicht an die Situation, wie es entstanden ist. Das können Trennungsgeschichten sein, so die ganzen Leichen, die wir im Keller haben, die fangen an aufzustehen und ins Bewusstsein zu dringen, weil wir haben ja die innere Bühne frei, weil wir nicht im Alltag so abgelenkt sind. Missbrauchserfahrungen, Erinnerungsbilder. Wer das mal durchgemacht hat, man schließt da die Augen und man sitzt vorm Kino, das innere Kino vor dem geistigen Auge. Man sieht Madonnen, Spinnen, Fratzen, Szenen aus seinem Leben. Ja? Also da wird sehr viel zum Vorschein kommen. Es ist ein aufdeckendes Verfahren, es ist eine intensive Konfrontation mit sich selbst. Und wenn man dann keine Hilfe hat, kann es zu einer erneuten Traumatisierung kommen. Es gibt auch Leute, die Meditation ganz erfolgreich zur Verdrängung benutzen. Ja, die wollen sich im Alltag nicht auseinandersetzen mit anderen Leuten, dann haben sie ihr Kissen, ziehen sich zurück, flüchten so ein bisschen, schaffen manchmal auch gute Versenkungszustände, wo sie die Welt quasi vorübergehend ausblenden. Der Fachausdruck dafür ist Spiritual Bypassing. Ja, ich versuche Therapie zu vermeiden, indem ich im Spirituellen mein Heil suche. Kommen wir zu einem der wichtigsten Effekte oder wichtigsten Phänomene in dem Bereich, nämlich die Depersonalisation. Dort haben wir im DSM-5, also sozusagen die Bibel der Diagnostik in der Psychiatrie, haben wir eine Beschreibung der typischen Merkmale. Unwirklichkeit, losgelöst sein, außenstehender Beobachter der eigenen Gedanken, Gefühle. Ja, so das innere Beobachten, das haben wir in der Achtsamkeit schon ansatzweise gehört. Ja, sich selbst in eine Metaperspektive begeben und schauen, was im Inneren abläuft. Ich weiß, dass ich Gefühle habe, aber ich spüre sie nicht. Haben uns Leute auch schon gesagt. Sie haben diese Techniken praktiziert, sie wollten das wirklich wissen. Sie haben zum Teil sehr schöne Glückseligkeitserfahrungen gemacht und kamen dann in einen Zustand von Gleichmut. Das Blöde war nur, der ist geblieben. Die waren in Gleichmut und ihre ganzen alten Beschäftigungen und Motive im Leben, wo sie sich geärgert haben, gefreut, das war weg. Einer hat mir wirklich geschrieben, in einer Gleichmutshölle gefangen. Ja, und während er das schreibt, fallen ihm die Tränen runter, weil er nicht fühlen kann. Also völlig paradox auf der einen Seite, aber der Zugang zu den Gefühlen ist gestört. Es ist wie eine unsichtbare Wand im Inneren oder im Äußeren. Ja, die Realisation ist sozusagen das Gegenstück nach außen, wo sie das Gefühl haben, sie sind wie von einer Glaswand von allem Äußeren getrennt. Das kann auch gegenüber das eigene Selbst gehen. Ich habe kein Selbst, ich bin niemand. Ja? Jeder, der sich mit buddhistischer Theorie auskennt, wird so viel, ja, das Nicht-Selbst, Anatta, ja, das kennen wir doch. Da hat es realisiert, diese Person. Mangelnde Kontrolle, zeitliche Verzerrung bis hin zur außerkörperlichen Erfahrung. Vielleicht kennen Sie ein bisschen was davon, wenn Sie schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. So, und dann, interessanterweise, in diesem DSM-5 gibt es einen Abschnitt kulturelle Besonderheiten. Und was finden wir da? Das kann Teil von meditativen Praktiken sein. Und wenn es das ist und wenn das völlig absichtlich hervorgerufen wird, ist es auch keine Störung. Darf nicht diagnostiziert werden. Ist nicht krank, sondern normal. Aber, und das ist genau das, worum es heute geht, es gibt Leute, die Kontrolle darüber verlieren und dann auf einmal Angst bekommen und Aversion, die das gar nicht wollen. Die haben das ursprünglich vielleicht mal intendiert, haben intensiv praktiziert, haben es erreicht und jetzt sagen sie, oh, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Ich will meine Gefühle zurück. Ja, ich fühle mich wie ein Zombie. Und dann gibt es Probleme. Ein anderes Feld, was uns jetzt auch schon mehrfach begegnet ist in den Interviews, sind Kundalini-Erfahrungen. Einige von Ihnen haben vielleicht auch persönliche Erfahrungen oder haben schon mal davon gehört. Das Hauptkennzeichen sind sogenannte somatosensorische oder vegetativ-energetische Phänomene. Ich habe dazu die Expertin in Deutschland, Liane Hoffmann, interviewt in meinem Buch Yoga für Skeptiker und sie hat dort eine Schilderung gegeben der ganzen Phänomene, von denen dort berichtet wird. Das sind strömende, kribbelnde, prickelnde, wirbelnde, krabbelnde Empfindungen, wie als ob elektrische Ströme durch den Körper fließen. Und nicht irgendwo, sondern in ganz bestimmten Bereichen, insbesondere entlang der Wirbelsäule, in Aufwärtsrichtung. Dort sind nach der Lehre des Yoga bestimmte Energiezentren, die dann anfangen zu vibrieren, zu durchstoßen zu werden. Und wenn das Ganze bis zum Kopf kommt, zum höchsten Chakra, Energiezentrum,
dann heißt es, wird Erleuchtung erfahren. Und wir haben tatsächlich im Interview auch jemanden gehabt, der das genauso beschrieben hat. Und eine Frau, die war völlig glücklich. Sie sagt, sie hat Gott erkannt in dem Moment. Aber bis es dahin kam, war das kein einfacher Weg. Ja? Zum Beispiel kann es auftauchen, das ist ja auch beschrieben, dass sie ungewöhnliche Bewegungsabläufe machen, ganz unvermittelt, spontan, sogenannte Kriyas, Reinigungsübungen, Yoga-Übungen, die sie manchmal mit bewusster Anstrengung überhaupt nicht vollführen könnten, die werden da ausgeübt auf einmal. Und auch diese Frau hatte das, dass sie nach den Übungen auf einmal ein Kreisen im Becken hatte. Und das hat wirklich gekreist. Und zwar ohne ihre Kontrolle ist sie, wenn sie gelaufen ist, wie geeiert. Das hat die ganze Zeit gekreist, bis dann irgendwann im unteren Chakra es zu so einem Energieausbruch kam. Das wurde freigesetzt und es kamen sehr viele Bilder, alte traumatische Erfahrungen hoch, bis es dann langsam nach oben immer weiter gestiegen ist und am Ende auch diese glückliche Erfahrung hatte. Aber wir haben andere Fälle, wo das quasi geweckt worden ist, dieser Prozess, und dann in Stocken geraten ist, weil Schmerzen aufgetreten sind oder Ängste. Und dann haben sie auf einmal diese unwillkürlichen Bewegungen und sie kriegen sie nicht mehr los und kriegen dann beim Neurologen eine Tickstörung. Ja, und wenn sie in sozialen diagnostiziert und wenn sie in sozialen Zusammenhängen auf einmal so machen, das finden die meisten Leute ziemlich irritierend. Ja, und sie können das dann nicht abstellen. Und da haben wir auch Fälle von Leuten, die inzwischen ihr Studium abbrechen mussten, weil sie nicht mehr mit diesen Symptomen klargekommen sind. Und eine höllische Angst davor haben, sie wieder zu meditieren, weil sie dann sehr starke Schmerzen bekommen, zum Beispiel im Kopf. Schlafstörungen, Herzrasen, ein ganzes Bündel von vegetativen Phänomenen kann da auftreten. Krankheiten, die plötzlich aufbrechen, dann aber auch wieder genauso schnell weg sind, wo die Ärzte oft keine Erklärung haben. Extreme Gefühlsschwankungen, Wechselbäder von Himmel hoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Unbewusste Inhalte, Gefühle, Erinnerungen, dasselbe, was ich vorhin schon beschrieben habe, wird hochgespült mit diesen energetischen Phänomenen. Halluzinationen können auftreten, insbesondere Lichtwahrnehmungen, wo Leute auch das Gefühl haben können, ihr Sehsystem ist defekt. Tatsächlich war das auch ein Anlass, warum Willoughby Britton das ganze Projekt angefangen hat. Sie hat nämlich selbst bei ihrer Meditation Lichtpunkte gesehen und dachte, sie hat irgendeine Störung in ihrem visuellen System, ist dann bei Augenärzten gewesen und so weiter, hat sich wirklich große Sorgen gemacht, bis irgendein buddhistischer Lehrer ihr dann sagt, ja, was regst du dich denn auf, ist völlig normal, ist ein Übergangsphänomen, weiter meditieren, das fällt wieder auf. Das hat sie unheimlich entlastet und sie hat sich natürlich sehr geärgert, dass sie das nicht vorher wusste. Und genau das war so ein Bewegungsmoment, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Das geht bis hin zu paranormalen Phänomenen, erhöhter Sensitivität, Heilfähigkeiten werden auch berichtet und synchronistische Ereignisse, wo sie das Gefühl haben, es gibt so Fügungen. Dieses ist nicht zufällig, was wir widerfährt. Es können natürlich auch Fehldeutungen sein. Die Lichtphänomene hatte ich gerade eben schon angesprochen. Wer jetzt wirklich tiefer da hineingehen will, wie dieses Projekt arbeitet, den empfehle ich diesen Artikel. Das ist nämlich die erste Publikation in Frontiers erschienen in Psychology, wo wirklich beschrieben wird, auf der einen Seite die Interviews, was wird da, das sind wirklich Passagen wiedergegeben von Meditieren, was sie schildern an Lichtphänomenen, und auf der anderen Seite die traditionellen buddhistischen Schriften, in denen genau diese Phänomene schon vor Hunderten von Jahren beschrieben worden sind. Mit ganz unterschiedlichen Interpretationen. In dem einen Buch steht dann drin, ja, das sind irgendwelche Nebenwirkungen, forget it, ja, das ist unwichtig. In anderen Büchern steht, ah, das ist sehr gut, dass du jetzt diese Lichtphänomene hast, weil das ist ein Zeichen, dass du bestimmte konzentrative Stadien erreicht hast. Ja, weitermachen. Ja, also sie hat verschiedene Klassen dort beschrieben. Es können Sterne sein, Kreise, Kugeln, Flecken, zum Teil farbige geometrische Figuren, die durch den Raum schweben. Können Sie, wenn Sie Drogenerfahrungen haben, vielleicht auch nachvollziehen. Oder Muster, diffuses Licht. Auf einmal bekommt alles, was Sie sehen, so einen Schimmer, so einen Lichtrand oder sowas, so wie so eine kleine Lichtaura. Oder es wirkt verpixelt. Sie haben auf einmal den Eindruck, es ist wie auf einem Computerbildschirm. Sie sehen die einzelnen Bildpunkte von dem, was Sie sehen. Ich hatte schon gesagt, die Erklärungen, die traditionellen, sind sehr unterschiedlich. Neurowissenschaftlich geht man vor allem davon aus, dass da sensorische Deprivation eine Rolle spielt. Ja, wenn Sie die Augen zumachen,
keinen Input haben von außen, dann wird ihr System, ihr visuelles System immer empfindlicher gestellt. Und irgendwann tauchen die Bilder von innen auf. Und die können sich dann auch mit dem, was sie von außen sehen, überlagern. Ja, das können auch ganz basale Figuren sein, Lichtpunkte, so wie es hier beschrieben ist. Es gibt noch andere Augenerkrankungen, wo das auch eine Rolle spielt, die man da in Verbindung bringt mit diesen Halluzinationen im visuellen Bereich. Also ist dort sehr schön beschrieben. Ja, damit habe ich jetzt mal so ein paar Schlaglichter gelegt auf das, was da auftritt, und möchte zum Abschied oder zum Abschluss und dann Abschied sagen, was wir vorhaben. Was wird am Ende dieses Projekts stehen? Wir werden einen Fragebogen entwickeln, wo diese ganze Vielfalt von kontemplativen Erfahrungen mit einem Schwerpunkt auch auf den negativen Phänomenen abgebildet werden kann. Nur so können wir empirisch im großen Stil, sagen wir bundesweit zum Beispiel, Erhebungen machen. Und nur wenn man diese großen Fallzahlen hat und dann auch noch andere Faktoren hat von Fragebogen, dann kann man die Zusammenhänge aufklären. Ist vielleicht diese Methode eher zu diesen Phänomenen führend? Sind diese Personengruppen eher im Risiko, diese Störung zu entwickeln oder Probleme zu bekommen? Das wollen wir danach tun mit der großen Fragebogenerhebung und daraus ein wissenschaftliches Modell, ein psychologisches, neurowissenschaftlich fundiertes Modell ableiten. Und wenn wir das alles haben und diese ganzen Informationen im Laufe des Projekts gesammelt haben, dann wollen wir das natürlich auch publizieren, öffentlich machen im Sinne eines Handbuchs zum Umgang mit Schwierigkeiten in der Meditation, wo dann sowohl die Praktizierenden als auch die Lehrer eine Ressource haben, um sich zu informieren. Zum Teil ist das in Ansätzen auch hier schon drin, nur ist die Befundlage, das Wissen einfach noch viel zu dünn. Und erst wenn wir diese ganzen Fragen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, die in der Doktorarbeit natürlich bearbeitet werden, beantwortet haben, mit vielen Interviews, mit erfahrenen Leuten, dann können wir dieses Leisten aufklären, dass Leute wissen, worauf sie sich einlassen und sich auch entscheiden können, will ich das oder will ich es nicht. Wenn es Probleme gibt, wo kann ich mich, an wen kann ich mich wenden? Das ist sehr wichtig. Und damit wir das machen können, brauchen wir noch Leute, also die sich gerne interviewen lassen wollen. Die können sich bei uns melden, bei Michael Tremmel direkt oder auch bei mir, über diese E-Mail-Adresse. Damit bin ich jetzt mit meinen Ausführungen am Ende und sehr gespannt, was Sie vielleicht jetzt auch noch schildern oder auch an Kritik äußern daran, ob das überhaupt stimmt. Am Ende ist noch alle Literatur aufgeführt, also wenn Sie die Folien haben wollen, können Sie die auch von mir bekommen, ott@bion.de, kriegen Sie die als PDF zugeschickt, dann können Sie Ihre handschriftlichen Notizen ergänzen. Ja, dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die Diskussion. Applaus